Hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und in erster Linie danke für euer Support. Es freut mich wirklich ungemein und ihr könnt ja auch, wenn ihr so lieb seid, die anderen supporten. Ne? Ich habe da in meiner Videobeschreibung unten ein paar Leute verlinkt, mit denen ich so ein bisschen zusammenarbeite und die sind ganz cool drauf, die machen ganz coole Videos und haben auch schöne Kanäle. Könnt ihr ja mal raufgucken und schauen, ob es was für euch ist. Ansonsten, wir legen jetzt hier los. Ich werde hier erstmal das hier wegnehmen. Was war denn das jetzt hier? Warum habe ich mir das rot markiert? Ach, das war die Fackel, genau. Okay. Nee, die Fackel nehme ich weg. Die bringt uns jetzt nichts mehr, weil die Fackel... Wir haben ja hier schon aktiviert, das DLC im letzten Part, genau. Wir werden jetzt hier runter gehen. Ich weiß gerade nur nicht, ob wir hier runter wollen oder hier runter. Nee, wir machen hier nicht weiter. Wir machen hier nicht weiter, weil folgendes, mir fällt ein, wie wir hier wieder weiterkommen beim grünen Weg. Und zwar kommen wir hier weiter. Und hier komme ich aber nicht weiter, weil mir noch eine Fähigkeit fehlt. Und diese Fähigkeit, die werden wir uns jetzt holen. Und zwar hier. In den Minen. Die Minen von Moria. Nein, Spaß. Nicht Herr der Ringe, sondern, ja, die, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Kristallhöhlen, glaube ich, hießen sie. Dann werden wir einfach mal nochmal hier nach Mistmund reisen, dann können wir gleich noch im selben Zuge die Raupis nochmal besuchen, ein bisschen Asche holen. Ja. Und dann war es soweit. Dann gehen wir da in die Höhlen und erkunden ein neues Gebiet, weil wir haben doch jetzt die Fähigkeit, wo wir so mit nach unten stampfen können. Leute, das wird jetzt ein ganz schön schwieriges Gebiet, ne? Muss ich euch mal sagen. Da bin ich damals wirklich, wirklich oft gestorben. Ich glaube, das war das Gebiet, wo ich am meisten mit gestorben bin. Ich hoffe, das passiert mir nicht, weil ich glaube, das wird für euch da ein bisschen langweilig, oder? Vielleicht feiert ihr auch und findet es lustig, aber weiß nicht. Ich denke mir so, das stört so ein bisschen den Fluss. Ach, guck mal hier. Na gut, den nehmen wir jetzt auch noch mit. Wenn wir jetzt schon hier sind. Ihr habt nicht so viele wie bei der Klippe, das geht eigentlich relativ schnell. Den werden wir jetzt noch mitnehmen. Toll, habe ich so viele ausgelassen. Aber ist egal. Wir kommen da eh noch hin. Ja, und wir haben eine neue Fähigkeit bekommen. Jonas, weiß ich nicht, wie die Dinge heißen. Wie hieß denn das? Ich weiß es gerade gar nicht. Na, guck mal, da unten kommen wir auch weiter. Wir sind sogar schon ganz unten. Ja, dann wird es jetzt hier, glaube ich, der letzte sein. Oder? Jo, ist der letzte. The last one. Und wir gehen erstmal hier rein, mal gucken, was hier war. Ach genau, hier kamen wir ja nicht weiter. Was machen wir jetzt mal? Jetzt weiß ich, wo wir sind. Und es ist geil, dass wir hier sind, weil hier kriegen wir auch einen guten Talisman. So, hier ist die Abkürzung, ne? Nach oben hin. Können wir uns nochmal aufheilen. Ja, vielleicht schaffen wir es in diesem Part nicht zu den Klippen. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Weil jetzt kommt schon wieder so viel. Plane ich natürlich wieder schnell um. Ach man. Gut, dass ich hier bin, weil dann kann ich einfach rüberspringen. Dann war es ja doch die schnellere Variante. Oh, nervt mich doch nicht, ey, mit diesem ständigen Piekern hier immer, ey. So, okay.
Da rein will ich. Jetzt kommt so ein kleiner Kampf, sage ich mal, aber der Kampf, der ist halt... Warum gehe ich zurück? Der Kampf, der ist halt easy, ne? Das ist halt... Zuckerschlägen. Kommt doch jetzt, oder? Grimmschlund. Habe ich gesagt, der Kampf ist Zuckerschlecken? Ich glaube, ich habe mich hier vertan an der Stelle. Ich dachte nämlich, es kommt ein anderer Boss. Alter. Ich wollte mich gerade heilen, Mann. Oh, jetzt können wir den ganzen Kacke wieder hinlatschen. Das ist nicht dein Ernst, ey. Oh. Seht ihr mal, was passiert? Wenn man so weit weg stirbt. Oh, das ist ätzend, ey. Das hasse ich am meisten, ey. Hier gehen wir gleich zur Wegkreuzung, die ist ein bisschen näher dran. Oh, ist das ätzend, ey. Na ja, gut. Das Vieh werden wir trotzdem killen. Ist doch gut, ist so ein kleiner Endboss. Aber ich glaube, die Höhlen werden wir nicht schaffen. Mann, jetzt kommt mir das schon wieder dazwischen, ey. Jedes Mal sage ich irgendwie, ja komm, wir machen das. Und dann machen wir das doch wieder nicht. Wieder herrlich. Ja, so bin ich. So bin ich. Ihr könnt euch dran gewöhnen. Ja, es wird nichts anderes passieren. Ich werde mich da in dieser Hinsicht wahrscheinlich auch nicht ändern. Ach, guck mal, der Dicke. Gegen den will ich jetzt aber nicht kämpfen. Der kostet mir jetzt mit Zeit. Blödes Vieh, ey. So, wir sind bei 7 Minuten gleich. Und ich habe immer noch nichts geschafft. Ach, hier kommen wir jetzt ja auch weiter, ne? Mit unserer Sprungfähigkeit. Ja, dann machen wir das mal. Ist auch lustig. Was jetzt hier gleich passiert. Hier oben waren wir nämlich noch nicht. Eigentlich kommt jetzt was Trauriges. Halt. Hier. Seht selbst, ne? Die Typis hier, die betrauern hier ihr Man. Und hier gibt's was rauszufinden. Das habe ich aber in meinem ersten Spielstand nicht gemacht. Ich habe die Typen nur gekillt und das war's. Die kann ich nicht, ne? Okay. Also diese Stelle ist jetzt für mich auch neu. Mal gucken, was hier abgeht. Oh! Schock. Ich will aber dahin. Sterben gehen, ey. So, ich probiere es nochmal. Wir sind jedenfalls nicht gestorben, das ist gut. Wir sind nur aus dieser Traumwelt rausgeflogen. Alter, das ist aber ein überpowerter Typ, ne? Das ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Typ. Mann, Alter, von dem einen Endboss zum anderen, mal. Was ist hier los, Bahn? So, ich werde hier aber erstmal runtergehen und gucken, wohin mich der eigentliche Weg führen wollte. Oder habe ich nur abgekürzt den Weg? Mag das sein? Ich habe abgekürzt, ne? Sieht so aus. Hier ist der Rückweg, oder? Okay. Ja gut, Leute, dann lasst uns mal gegen den Typen fighten. Wir sind ja momentan auch ein bisschen schneller geworden. Ist eigentlich so eine offensichtliche Attacke. Alter, ich konnte mich gar nicht heilen, aber hab's probiert. Was ist los mit dem Typen? Der rastet voll aus. Krass. Ich will den jetzt besiegen, den Hampelmann. Der ist aber zu stark, der rastet komplett aus. Ich kann nichts machen.
Ich kann nichts machen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Leute, ich bin mal ein bisschen ruhiger. Was ist das für ein Baku, Alter? Krass. Ich finde, der hat so ganz komische Attacken. Ich komme gar nicht auf seine Attacken klar, weil der springt so komisch. Ich denke mir so, okay, er trifft mich nicht und dann zack, sehe ich, scheiße, er trifft mich, aber ich kann da nicht mehr ausweichen, ist dann zu spät. Alter, ich will den jetzt besiegen, ich will wissen, was ich hier bekomme. Kriege ich da irgendeine Fähigkeit oder so? Komm. Diese Attacke, ich kann die nie ausweichen. Wieder. Und diese blöden Feuerdinger, die immer runterkommen. Der Typ ist einfach eine Eskalation. Der rastet einfach aus, der Typ. Ne, wir machen das jetzt. Wir verbringen jetzt diesen ganzen Part hier bei dem Lacker. Finde ich geil. Gut, der Weg ist ja ein kurzer, ne? Haben sie wahrscheinlich mit Absicht so gemacht. Aber ich heile mich auch gar nicht auf, ne? Ja, diesmal will ich ausweichen. Das war doof. Das macht mir aber Spaß. Das ist so ein bisschen Herausforderung, ne? Das ist so eine kleine Herausforderung. Man ärgert sich zwar immer, dass man stirbt, aber das Gute ist, der Weg ist nicht so weit weg und man kann es immer wieder probieren und man stirbt nicht. Aber ich habe ja schon meinen Geist eigentlich verloren. Jetzt klopp ich ihn weg. Geht das mal jetzt doof? Direkt von Anfang an, Alter, so blöden Fehler. Mann, Alter! Du scheiß dämliches Vieh, ey. Und diese blöden Klötzer, die immer da runterfliegen, Mann, ey. Was war denn das, Mann? Das war voll schlecht, Mann. Okay, ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich wirklich konzentrieren. Geht gar nicht klar, ey. Was ist denn jetzt los mit mir, Mann? Das ist nur so ein blöder Boss und ich krieg den Affen nicht hin. Ich krieg ihn nicht hin. Glaub's nicht, ey. Wenn nicht, müssen wir echt nochmal später hin. Das ist dann schon der zweite Boss, den wir liegen lassen. Erst der in der Kanalisation und dann der hier. Der in der Kanalisation war eigentlich gar nicht schwer, aber... Ich weiß nicht, was da los ist. Okay, konzentrieren. Mann, Alter. Und schon wieder. Das Ding hat mich gar nicht getroffen. Der hatte mich jetzt voll in der Hand. Ich konnte nichts machen. Überall da, wo ich ausgewichen bin, ist er mir gleich hingesprungen. Der wusste, was ich mache. Vorher schon. Okay, Leute, das reicht mir jetzt. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal hier gegen ihn zu kämpfen, weil ich will jetzt nicht meinen ganzen Part hier rumgammeln. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, hier gibt es diese Maden und man kann die halt nochmal töten und das war's. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier so ein blöder Boss nochmal kommt. Der nochmal auf super mega High-End schwer ist. Ihr seht, das Spiel ist auf jeden Fall schwer. Es hat seine Schwierigkeit. Aber ich werde jetzt hier erstmal meinen Geist wiederholen und dann diesen kleinen Gang hier machen. So, ich muss erstmal hier hoch. Das reicht aber mal langsam, ey. So. Oh, was ist denn los mit mir? Ich glaube, die Hitze macht mir echt zu schaffen. Ich weiß, man quatscht immer die Hitze, aber... Sachen... Weiß ich nicht, was passiert hier gerade, ey? Ich fälle nur noch rum. Oh mein Gott. Die Banane, die ist so krumm. Das laber ich. Ist okay. Hier runter gucken. Okay. Where is my Geist? Hier ist mein Geist. So, Leute. Jetzt kommt dieses blöde Vieh nochmal. Und wir sind nicht voll geheilt. Aber wir haben ja so eine krasse Attacke, ne?
Sordo. Der Weg nach Mistmund ist schneller von Mistmund aus. Deswegen reise ich jetzt nach Mistmund, Alter, das gibt's doch nicht. Diese blöden Kackviecher, ey. Von dem einen Scheißvieh zum anderen und ey, das ist das dritte. Die alle Kacke sind. Ich kann hier gar keins mehr besiegen. Echt jetzt? Machen wir Folgendes. Wir machen Folgendes. Wir werden uns hier ein bisschen verändern. Was werden wir denn machen? Ich will jetzt mal mit den Einstellungen probieren. Guckt euch mal unser Leben an. So, und ich glaube, die Leben, die heilen sich nach und nach langsam halt auf. Glaube ich. Und durch diesen Talisman haben wir halt zwei Leben nochmal mehr. Muss ich halt nur aufpassen, dass ich auf dem Weg dahin nicht schon Leben verbrate. Gerade hier. Weil hier eben so viele Gegner gibt. Haarscharf, ne? Haarscharf. Ich hab's nicht vergessen, ich habe jetzt nicht mehr so eine große Reichweite. Es funktioniert doch! Wo ist das Problem? Wir sind bei 70 Minuten, alles klar. Immer mal ein bisschen abchecken. So, wieder runter gucken, zack, und hier runter. So, mein... Oh, war das knapp. Da waren ja Pika, die habe ich gar nicht gesehen. Jetzt haben wir hier mal unser Geist. Los geht's. Einfach auf, einfach auf. Voll easy. Wo war das Problem, Mann? Wo war das Problem? Ich versteh's nicht. Vieh ist richtig fett explodiert. Geschieht ihm recht. Und wir kriegen ein neues Scherbe. Eine fehlt noch. Also wir könnten uns eigentlich noch ein Leben dazu kaufen. Aber wir wollten ja das Geld sparen. Für den Dingens, ne? Für den, sag schon. Für den Dings halt. Jetzt bin ich mal ein Mann. Und eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Es gab noch einen anderen Ort, wo ich eigentlich hin wollte. Ich habe den Ort verwechselt, aber egal. Wir haben eine Lebensscherbe bekommen und einen neuen Gegner gesehen und mich rumgefailt sehen. Wo sind wir denn jetzt? Ich sehe mich gerade gar nicht auf der Karte. Wo bin ich denn? Alter, wo? Ach so, ich habe den Kompass gar nicht an. Deswegen sehe ich mich nicht mehr. Gut, das ist jetzt natürlich doof. Weil ich jetzt keinen Kompass habe, aber wir wollten eh nochmal zu der Raupe. Zu der Raupe, der Nehmer seid. Aber heilen wir uns? Wir haben. Ich kann mich ja mal verletzen lassen. Und dass ich sehe, dass ich mich wieder heile. So, ich habe ein Leben verloren. Passiert da was? Oder wenn ich Gegner töte? Ne, das Leben bleibt weg. Ne? Leben bleibt weg. Mal gucken, wie lange. Kann ich mir vorstellen, dass es wegbleibt. So, wir kriegen Belohnung. Hm, ganz schön viel. Ganz schön viel. Und? Was ist das? Ein ranziges Alter. Alter, haben wir schon so viele gesammelt? Wir haben richtig viel Cash bekommen. Sehr gut. Guck mal, im Hintergrund alles schon voll fast. Ein paar fehlen halt noch. Ah, die werden wir auch noch finden. Wird kein Problem sein. So, ich frag mich. Wenn ich mich heile, passiert nichts. Ne? Also das Leben ist halt wirklich weg. Das ist schade.
Nee, aber wir speichern ja nochmal. Wir gehen jetzt eh nach oben. Dann werden wir jetzt zur Bank absaven. Und den Kompass holen. Ey, guck mal, wie viel Leben wir haben. Ich überlege echt, ob ich das so lasse. Wir müssen ihn hier rausnehmen. Kompass rein. Und das hier rein. Meine Lebenshälfte ein blaues Lebensblut. Kann ich mich da nur noch da heilen? Irgendwie ist das aber auch doof. Wir warten mal noch mit dieser Fähigkeit. Ich werde mich erstmal so ausrüsten, wie wir waren. Was hatte ich denn noch gehabt? Was hatte ich denn jetzt noch gehabt? Was hatte ich denn noch gehabt? Was hatte ich noch gehabt? Geoschwarm haben wir. Wappen des Verteidigers hatten wir nicht gehabt. Larvenlied hatten wir gehabt. Glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber das ist eigentlich das Einzige, was wir machen können. So, und wir düsen jetzt endlich hier hin. Da, ganz am Rand halt hin. So, da haben wir markiert, da haben wir markiert. Gut, alles markiert. Sehr schön. Die Bäume, verschwinden die eigentlich? Ja, ne? Wenn man sie aktiviert hat, verschwinden die. Die Wurzeln. Sehr gut. Nicht, dass man da irgendwie dann ein bisschen verwirrt wird oder so. In der Hinsicht. So, ich werde jetzt nochmal zu den Minen dümpeln. Und, dann werde ich den Part werden. Ist hier irgendwas passiert? Was Neues? Naja. Wahrscheinlich müssen wir alle Endgegner besiegen. Und dann hier hinkommen. Wer weiß das schon? Cool, Zombie, komm her hier. Alles Emos, lassen sich alle hängen. Runter. Da ist die Mine. Ach Gott, die Minen sind ein schönes Gebiet, ja, wirklich schön. Aber wirklich schwer. Sind wirklich schwer. Hey du, singst ja gar nicht mehr. Ich grabe meinen Körper, bedecke meinen Panzer. Welch Sinn liegt in der Dunkelheit? Doch ich verbleibe, ich warte hier für immer, bis das Licht wieder erblüht. Was ist mit dir los, ey? Begrabe meinen Körper, bedecke Panzer, Dunkelheit, sinnlos, gefährlich, doch verbleibe Licht wieder. Alles gut bei dir? Wie lange noch? Töte es, wie lange noch? Gefährlich, wie lange noch? Töte es, wie lange noch? Töte das Leere. Wie lange noch? Muss ich graben? Ach, es ist wie hypnotisiert, oder was? Also man sieht, es hat rote Augen und so. Komisch. Ah, toll, ich wollte mich jetzt eigentlich nochmal aufheilen. Aber wir sind ja schon aufgeheilt. Na gut, egal, macht nichts. Komm mal los. So, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Diese ganzen Fails, ey, wirklich. So, ich düse hier nochmal runter. Zack. Und ihr habt schon gesehen, da oben war was. Kristallspitze. Ja, dieses Gebiet, dieses wunderschöne Gebiet, schauen wir uns im nächsten Part an. Da bedanke ich mich wieder, dass ihr wieder zahlreich dabei wart. Und ja, wir sehen uns dann im Stream oder im nächsten Part. Ciao, ciao.